Der Ludolfsche Familienbetrieb in dem kleinen Ort Dernbach im Westerwald ist anders als andere Autoverwertungen in Deutschland. Millionen von Ersatzteilen werden hier seit Jahrzehnten nach dem Haufenprinzip gelagert. Jeder der Ludolfs hat eine eigene Aufgabe im Geschäft. Manfred und Uwe holen Schrottautos und schlachten sie aus. Günther kümmert sich um die Kunden am Telefon und an der Tür. Und Peter weiß, auf welchem Berg welches Ersatzteil liegt. Was willst du jetzt gleich machen? Ja, mit dem Telefonbimmel dran gehen, wenn einer an die Tür kommt, gucken, wie der Peter relaxt. Ludolf, guten Tag. Moment, für ein 98er Golf 4 ein Getriebe. Nein, kennst du mir da. Nein, momentan leider nicht mehr. Nein. Ein Moment, er kommt gleich. Ab und zu mal anrufen. Ab und zu mal anrufen. Ja. Bitte. Tschö. Guten Tag. Guten Tag. Ich suche so eine Lichtmaschine. Für was für ein Auto? Das ist ein 6-Zylinder Ford-Motor. Was für ein Ford? Ja, wie früher die V-Maschine. Ach, die V-Maschine? Ja. Geben Sie mal her, ich hätte mal den Lagermeister. Ja. Müsste einen Moment warten, ne? Alles klar, kein Problem. Die behandeln einen wie den anderen. Ob der viel Flocken hat oder wenig Flocken hat, deswegen wird einer behandelt wie ein anderer bei denen. Ne? Das ist das Schöne dabei. Und dadurch sind sie auch beliebt überall. Ne? Familienbetrieb. Ne? Uwe und Peter suchen nach einer Ford-Lichtmaschine für den wartenden Kunden auf ihre ganz eigene Weise. So, jetzt kannst du fragen, ob er haben will. Die Bergung der Teile im Lager erfordert viel Fingerspitzengefühl. Ja, oh, Problem. Haben wir die Stange? Eine Stange kann ich abbauen. Die lange Stange war. Ja. Günther! Günther! Will er haben oder will er nicht haben? Ich angel hier das. Normal 70 für 50 kostet sie keine Ahnung. Dann holen wir sie auf, das Regal. Hallo? Ja. Sie haben eine da? Ja. Die muss er noch rausholen? Ja. Die kostet normalerweise 70 Euro, aber Sie können die für 50 Euro haben. Ja, kein Problem. Kein Problem. Ja, wann kann ich die dann kriegen? Ja, jetzt. Ja? Einen Moment, ich sag Bescheid. Ja, ist gut. Jo. Guten Tag. Hallo, guten Tag. So, mit der Lichtmaschine. So, das wäre unsere. Ja. Und das wäre Ihre, die alte. Ja. So. Ja, hinten die Kabel. So. Und die ist in Ordnung, ja. Die ist in Ordnung, ja. Gut. Alles klar. Ja. Wollen wir das Beste hoffen, ne? Klappt schon. Das ist nämlich von der Cobra, ne? Ach so, von der Cobra, ja. Ja, ja. Oh, das ist ein Auto. Naja, da wollen wir die mal einbauen. Ja. Da wollen wir sehen, ob es klappt. Ach, was wir verkaufen, klappt immer. So ist es. Naja, gut. Alles klar, danke. Tschüss. Bis aufs nächste Mal. Jo. Jo. Uwe? Ja? Wir sprengen gleich die Dinger hier ab. Ach, Manfred, du alte Sucke. Manometer. Siehst du, meine Fritz-Pistole hat wieder funktioniert. Ich wollte mir dieses Jahr nicht mehr waschen. Jetzt wollen wir doch noch gleich waschen. Ich hab dich mal wieder gekriegt. Ich armen Hund, Mann. Ich versteck sie, dass du mir den nicht findest. Ich hab mir vorgenommen, dieses Jahr trocken zu bleiben, wa? Ja, mit dem wieder gekriegt. Ich meine mit dem Wasser. Vor dem Ausschlachten der Schrottautos müssen alle Flüssigkeiten raus. Die Beschaffenheit des Öls lässt Rückschlüsse auf den Zustand des Motors zu. Der Ludolfsche Öltest ist Geschmackssache.
Nicht zu wenig, ich kann den Schlüssel nicht anlösen. Warum machst du immer so tief? Weil du so klein bist. Lass das jetzt stehen. Sehr gut. Super. Mal gucken. Ziemlich verbrannt, das Öl, wa? Es geht. Das ist ganz normales. Das ist kein Hochsynthetiköl. Das Mineralöl. Und nicht mehr hochwertig. Das ist ein Supermarkt. Das frische Öl, da kann man direkt merken. Hier sieht man das ziemlich vergurkelt, das schmeckt schon verbrannt. Ja. Das andere schmeckt bald wie Salatöl. Ist wie guter Wein ist das. Rudolf. Moment. Audi Coupé, 2,6 Liter, V6, zwei Antriebswellen. Haben wir nicht da. Nein, leider alle wieder weg momentan. Ein Moment, 2,8. Ist dasselbe, haben wir auch nicht da. Dieselben Länge. Ist dasselbe. Momentan. Weil dieselbe Länge sind. Okay. Alle weg. Bitte, tschüss. So, jetzt kommt die Zeit, wo die Leute anrufen, die meistens die Sachen haben wollen, die wir nicht haben, das seltene. Normal, ganz normal. Du haust immer zweimal auf die Zigarette rauf. Das bin ich gewöhnt, weil ich zu Hause alleine bin. Ach so. Dass nichts runterfällt. Da hast du recht, dass du zweimal schüttelst. Die Sicherheit ist wichtiger für alles andere. Rudolf. Moment. Nissan Zani B12, ein Luftmassenmesser. Luftmengenmesser, das sind 1,3, 1,6. Ist das ein 1,6 I54 kW. Ein Moment. Nein, ist keine mehr da, nein. Nein, leider momentan nicht mehr. Sie können ja meinen ein, zwei Tagen anrufen, wir holen zwei ab. Sie können ja meinen ein, zwei Tage anrufen, wir holen ein, zwei noch ab. Nur morgen Nachmittag nicht. Nur morgen Nachmittag nicht. Da ist, wird noch keiner geholt. Okay. Bitte. Tschüss. Ich hatte früh zu viel gequalmt. Du hast sie nicht gequalmt, du hast sie auch gegessen. Vor 15 Jahren. Jeden Tag drei Schachteln, sogar dreieinhalb Schachteln geraucht. Oh. Jetzt nach 15 Jahren ist die Lunge wieder frei. So lange braucht man dafür. Mal träume ich abends davon, dass ich gerade eine geraucht habe. Dann wache ich aber schreckhaft auf. Ah. Und dann überlege ich, habe ich wirklich eine geraucht oder habe ich keine geraucht? Dann überlege ich, ich habe ja keine geraucht. Dann bin ich froh. So müsstest du das auch machen, Günther. Ach, daher, guck mal, ich bin so dick. Ich gebe es ja selbst zu. Ich komme aber die Treppe hoch. Ich habe kein Problem. Ich bin auch dick. Ich komme auch die Treppe hoch. Ich puste zwar, aber das ist egal. Lieber qual mich. So. Die Jungs, die haben heute keinen Hunger. Nee. Weiß nicht, was da los ist. Ich wollte schon vorhin mal gehen, aber da haben die Teile reingeschleppt. Da bin ich wieder zurückgegangen. Habe gedacht, ich tue mal ein paar Minuten jetzt ausruhen, gell? Ganz genau. Ich gehe kurz rüber. Ich frage, ob die was geholt haben wollen oder gekocht. Dann macht das. Ist ja wie müde wie. Das sieht man. Bis gleich. Bis gleich. Na Jungs, ja. Habt ihr nicht Hunger? Natürlich. Ja, was macht man? Hast du was bestellt oder was geholt? Oder ich würde sagen, ich wollte erst kochen, aber lieber jetzt was bei der Pommesbude holen. Guten Tag. Ich habe nur eine Frage. Ich brauche einen Motoranlasser, ob Sie sowas haben. Was für ein Polo. Polo, Baujahr? 96. Einen Moment, ich frage mal. Warten Sie hier oben. Peter! Für einen 96er Polo ein Anlasser. Da gibt es verschiedene Anlasser drin, da muss ein Alltagsmuster dabei sein. Da ist ein 6N. Also, da gibt es verschiedene, das ist der 6N. Da müssen Sie den Anlasser ausbauen und als Muster mitbringen. Was kostet der ungefähr? Da ist der neue, der kostet 70 Euro. Das ist der neue, der kostet 70 Euro. Hm. Ganz neu? Nein, nicht ganz neu, neue Typ. Ach so. Ja. Okay, dann. Okay. Ja, danke. Bitte. Tschö.
Wenn Peter kochen zu stressig ist, wird das Essen im nahegelegenen Restaurant geholt. Ja, hier ist der Peter. Guten Tag. Wir hatten wieder Bestellung, ja? Ja, hol mal deinen Block. Zweimal Jägerschnitzel mit Pommes frites, wie immer. Und dann für Manni bringst du ein großes Pommes frites mit Pommes frites und Zigeunersoße. Ja, und ein Brötchen. Alles klar, ich schicke die Jungs hoch. Grüß mal deine Frau. Tschüss. Guck das mal an, Manfred. Komm, da gib mal gucken. Uwe war früher leidenschaftlicher Mustangfahrer. Bei, genau den ich gefahren habe, Manfred. Ey, der ist sogar zu verkaufen, Manfred. Hast du das gesehen hier? Manometer. Fahndungsbasis. Da müssen wir gleich mal gucken, wen das Auto gehört. Aber Glöckchen und so hat er. Ein 289er. 289. Wisst ihr was, wir gehen mal drin, jetzt unser Essen holen und wir fragen mal, wen die gehört. Vielleicht können wir den mit sich kaufen. Vielleicht, versuchen können wir. Komm, wir gehen noch eine Stelle holen. So. Manfred, wir wollen eine Stelle abholen. Einen schönen guten Tag. Ach, guten Tag. Wir kommen zu euch. Alles geht gut. Wir kommen wegen der Bestellung. Wegen der Bestellung für Ludolf. Ja, genau. Zwei Jägerschnitzel mit Pommes. Ja. Schon fertig. Und, ja, habe ich gerade fertig bereitet. Und einmal Pommes, Currysoße und ein Brötchen dabei. Genau. Ja. Macht 12 Euro. Ja. Ja. Danke. Und ich hätte noch mal eine Frage. Draußen steht so ein schöner Mustang. Ja. Wisst ihr zufällig, wen den gehört? Hier der Oldtimer. Ja, der Oldtimer. Ja. Prima Auto, ja. Super Auto. Das ist der junge Mann da draußen, der da gerade mit dem Handy am Telefonieren ist. Ich habe gerade gehört, dass Ihnen der Wagen gehört. Ja. Stimmt das? Der Mustang. Ja, schon natürlich. Wir werden an, sehe, dass du verkaufen willst. Ich bin daran interessiert, an dem Mustang. Ja. Vielleicht wäre es gut, wenn wir den Motorhaube mal aufmachen können. Ich weiß es. Jo, ich kenne da noch von früher meinen Mustang. Moment. Ja. Ach. Kannst du mal reingehen? Und mal anlassen. Moment, ja, geh mal rein. Lass mal an. Eine Minute. Noch eine Sekunde, ja. Sehr gut. So, jetzt starte ich mal gerade. Oh. Läuft aber unrund. Der läuft aber ziemlich unrund. Aber gerade mit dem gefahren, also was. Aber jetzt läuft er nicht richtig, das sieht man doch. Der kommt nicht auf Touren. Ja, jetzt auch hier alles in Ordnung, ja. Also mit dem Motor irgendwas da stimmt irgendwas da mit nicht. Kosten, oder mit also zwei, entweder zwei Ventile oder was sind Probleme? Willst du das kaufen oder nicht? Das heißt, ich will kaufen, ich guck mal an. Ich guck mal ein Auto mal an. Jetzt verhandeln, also es ist einfach ein neues Auto. Also 66 ja, Euro. Ist kein neues Auto, das ist klar. Da müssen wir neue Zierleiste haben. Ein bisschen spachteln. Hier drin ist auch ein bisschen, alles gespachtelt. Das ist nur Schminke. So. Ja, ich schminke, ja. Aber gut, das ist schwierig zu bekommen. Die Teile sind auch teuer, ja. Ja. Deswegen ist das. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich gebe dir 6,5 für das Auto und die Sache ist geritzt. 9.000 ist schon ein Geschenk. Also ach, da ist viel dran zu machen, wenn der Motor kaputt ist. Vielleicht müssen neue Ventile eingezogen werden. Die Antenne ist ja schon loser. Auch noch loser. Machen wir ganz einfach 7. 7,5 ist Auto gekauft. 7,5? Ja, 7,5 mache ich. Handschlag drauf. Der Frankfurter Hotelier braucht anscheinend Geld. Eine Anzahlung reicht ihm fürs Erste. Uwe kann es kaum erwarten, seinem Bruder Peter das Auto zu zeigen. Der Wagen sprang mich an und ich habe mir kaputt gelacht. Und kaputt gelacht. Da waren sie unter die Haube gucken, wie was da nicht angesprungen ist. Dann ist der Uwe auf die Idee gekommen, es kann ja auch ein Kabel kaputt sein. Dann hat er überbrückt von der Batterie über den Anlasser. Ein Anlasser hat er hier unten drunter gelegt, mit dem Schraubzieher angelassen. Hat geklappt. Haben wir früher auch gemacht mit dem ausgebauten Motor. Ja, genau dasselbe. War kein Auto mehr dran, aber der Motor stand da. Nur manche sind weggelaufen, diese Zylinder. Die neuen Autos sind sowieso nicht so gut wie die alten. Das ist nicht wahr, Günther. Jeder hat seinen Geschmack. Einer hat vielleicht liebt den Miniscooper, der andere liebt den Käfer, der andere den Capri. Käfer ist auch gut im Winter. Ja, du den Heckantrieb nur. Mhm. Und der Peter geht mir jetzt Kaffeewasser holen. Du kannst so lange warten, ich hole dir das Kaffeewasser. Richtig. Warte eine Minute, ich hole eben.
Günther bevorzugt tagsüber eine Diät aus Nescafé und Zigaretten. Mach's mal offen, Günther, bitte. Kein Problem. Merci. So, jetzt ist es voll. Jo. So, das müsste reichen bis heute Abend. Oh. So, ich glaube, jetzt können wir das Telefon wieder auflegen, ne? Ich wieder auf. Das können wir wieder. Hol bei die Besprechung. So, legen wir mal auf. Der satte Klang des voluminösen V8 soll Peter aus dem Haus locken. Mann, Jungs, Uwe, ich dachte, wir hätten einen kaputten Auspuff gekommen, wirklich. Nee, wir haben uns den Kerlchen gekauft. Was hältst du? Wir haben ihn nicht gekauft, ja, guck mal. Geschenk gekriegt oder irgendwas muss denn doch. Nee, oder ist es Probefahrt? Wir haben die Kiste für nur 7.500 Euro. Der steht bis 10 bis 12 drin. Geschenk. Guck dir den mal ab. Den habe ich mir geholt, Peter, weil ich den mal gefahren habe. Guck dir das an. Wechseljahre. Was willst du mit Guck so einem Ding? Guck dir dieses Ding mal an. Das ist was, um mal die netten Mädchen anzumachen. Die stehen die wie eine Schlange. Und, ja. So ein Auto kannst du doch überhaupt nicht mehr beherrschen. Ach, da hast du eine Ahnung. Lass das will ich dir noch beweisen. Ich halte den Uwe für verrückt, aber in einem Sinne auch nicht verrückt. Ganz einfach. Der Uwe hat früher meinen Mustang gefahren. Vor 30 Jahren ist das her gewesen, in den 70er Jahren. Und jetzt nach 30 Jahren, man kann ja rechnen, wie alt er dann ist. Ich bin noch jung und knackig. Für die Mädchen reden wir immer noch drüber. Und dann, jeder soll seinen letzten Traum erfüllen. Ja, das, hat ja das ist mein Traum. Da wird man richtig auf die Piste gebracht. Ja. Auto, gell? Die Amerikaner nannten nicht nur Mustang, die nannten Ponyautos. Der ist ein Ponyauto. Und dann, wie er hatte nicht nur einen Mustang gehabt, er ist ein Kasselmar. Das ist ein Hochleistungs-Mustang. Der hat ja nicht die Leute, die Hochleistung motorisiert hätten. Ja. Guck mal, der hat sich einen Rallye-Tankdeckel. Ja. Aber Kühlerdeckel für den Rallye. Aber nicht da draufdrücken, dann hast du einen Rallye-Streifen. Aber da hat sich der Kopf von Uwe drüber. Nicht meine, ich bin ja nicht dämlich. Und wie läuft das im Ganzen? Im Ganzen läuft ein bisschen, wie gesagt, nach Süße. Ein bisschen muss man noch mal eine Zündkerze machen. Uwe, ich hab so viel Ford gefahren. Luft füllt da raus. Der Mustang ist richtig ein Ford, ein schöner ist Ford. Ist auch ein Ford. Mal alles durchchecken. Dann fahren wir auf Nürburgring oder Hockenheimring. Und dann tritt ich gegen dich an. Mal prüfen, wie schnell der ist. Gegen ich besorge mir eine Stechuhr oder sowas. Genau. Stoppuhr. Stoppuhr. Hand drauf, Peter. Hand drauf hier. Hand drauf. Auf beide Hände. Noch du, mal Hand kommst, drauf. Du kommst hier raus. Das ist eine richtige Männerhand hier. Voll Schmiere. Warte mal, die Hände. Erst jetzt wird der Mustang von Uwe und Manfred richtig unter die Lupe genommen. Mir gefallen so manche Dinge nicht. Ja, Manfred, das ist ein altes Auto, das bleibt ja wohl nicht aus. Guck doch mal an. Moment, hier. Für die Schoßdämpfer sind. Diese. Schwammig. Oh, der schwammt. Guck mal hier. Ja. Hier ist wieder hochkommen noch. Hier. Hier, das ist klar. Ja, da schwimmt noch zwei, dreimal nach. Eieiei. Diese Schoßdämpfer ist im Eimer. Guck, wie die vordere hier ist, die andere Seite. Richtig. Aber der Schoßdämpfer ist nicht mehr viel wert. Diese? Nee. Der hüpft nach. Ja, da hüpft noch zwei, dreimal nach normal, aber einmal und ganz kurz hoch da. Richtig. Aber wenn wir das hier mal raumgucken, guck mal an, was ich das verändern würde. Zum Beispiel die Zierleiste müssen wir eine neue drauf machen. Kotflügel. Ja, Brotflügel kannst du machen, ja. Oi. Kotflügel, gespachtelt. Gespachtelt, überlackiert. Oi. Diese die hat einen ganz kleinen Kratzer, die. Ja, die hat einen Kratzer. Wo sind die mal drauf? Was ist denn mit dem Kofferraum los? Da machen wir Farbkleckser drauf und fertig ist der Scheiß hier. Guck mal, wie das überhaupt da aussieht. Aber sonst sieht er doch klasse aus. Ein bisschen poliert wird der. Das ist doch alles Käse. Hier machen wir ein bisschen schwarze Farbe. Guck mal, Kofferraum rein. Ja. Guck, was haben wir alles drin? Alter, mit Weißband, aber nur noch klein Weißband. Ja, ist nicht mehr viel Profil. Ja. Was haben wir da? Schaum drin? Guck mal, was ist noch schön. Alten Schirm hier. Alten Schirm? Guck mal, was haben wir hier? Oh, mal her, Junge. Ich hab was gefunden. Guck dir das mal an. Hey, was hier ist. Nicht so gierig, gib mir mal auch was. Guck mal, was wir hier gefunden haben. Ach, alte Playboy. Super. Mal gucken, was wir das haben. Oi, 71 Oktober. Sieht ja nicht mal übel aus. Ja, Manfred. Guck mal, Bauer, das ist hier ohne Brille, sehe ich nicht mehr. Moment. Ach, 64. 64.
Der Capri. Oh, der Capri. Auch mit dem bloß in Leder, die Sitze. Aber guck mal, die ganz einfachen Armaturen. Ja, der andere hat ja... Aber schönes Lenkrad hat der, oder? Lenkrad, ja, das ist das Sportlenkrad. Das ist dann mit dem Lederkranz. Aber das sind die popligen Armaturen. Ja, der 6 Armaturen sieht viel besser aus, Uwe. Ja. Ist das sonst noch schöne Mädchen? Das ist ja noch interessanter. Und schöne Verschlingungen. Ja, das sind schöne Sachen. Biene, die Schwester, ist zu Besuch. Sie managt den wöchentlichen Einkauf für die 4 Brüder. Rudolf. Guten Tag. 126er Mercedes, Baujahr 88. Moment. Die Mittelkonsole, wo die verschiedenen Instrumente drin. Nein, die haben wir in die Mitte. Nee, leider nicht mehr. Nein. Vorne die Zierleiste. Moment. Ja. Im Innenraum, Peter, für denselben Wagen, links die Wurzelleiste. Nein. Nein, leider auch nicht mehr. Wie ist es mit dem Aschenbecher für den Wagen? Nein, auch nicht mehr. Nein, leider auch nicht mehr. Ist für den Wagen überhaupt was da? Türen, Motor, Getriebe, Haube, Lampen. Türen, Motor, Getriebe, Lampen. Stärkeachsen. Zu Kleinigkeiten. Zu Kleinigkeiten. Moment. Auspuffanlage? Nein, die ist nicht mehr da. Die gehen als erstes. Nein, die ist nicht mehr da. Die gehen immer als erstes. Ach, habe ich Kopfschmerzen. So, Peter. Ich bin an der Punkt. Ja, fahr langsam. Bis nachher. Mach keine Rede, pass auf Manfred auf. Oh, bis nachher, gell? Ich pass auf, da der ja. Fertig. Tschüss, Germani. Bis nachher. Und denk, schön Eis und schönen Kuchen mitbringen. Manfred und seine jüngere Schwester Biene fahren einkaufen für die Brüder. Ein Ritual. Kannst schon einsteigen. Nee, hast noch nicht auf. Oh, ich hab nur Kofferraum offen gehabt, richtig? Ich fahre pro Woche, also einmal in der Woche fahre ich 44 Kilometer. Der Wagen hat jetzt 5000 Kilometer auf dem Tacho. Und das einmal nach der Woche fahren wir nach Neuwied, richtig? Einmal die Woche, genau. Richtig. Und das sind 44 Kilometer. Und 5000 Kilometer habe ich jetzt auf dem Tacho. Das ist gar nichts. Bei Mercedes muss ich dann mal richtig Gas geben. Und hier fliege ich vorbei in die erlaubte Geschwindigkeit wie ein Schmetterling, richtig fast. Fantastisch, richtig, Biene? Ja, der Wagen ist flott. Ich habe mir auch schon gefahren. Ja. Also die schwarze Innenausstattung inne gefällt mir. Ich habe ja auch immer mein Tuch bei. Hier, das fahren wir langsam, dann gehe ich mal über meine Sachen rüber. Sehr gut. Und ich kann mich ja auch dann mal einmal ein bisschen die zweite Hand benutzen, weil ich ein Tempomat habe. Parkplatz muss genau eingepackt werden und nicht provisorisch. Super. Stehe spitze. Und dann geht's los. Weiter, ich will in die Parklücke. Vertreibe genau ich hundertprozentig. Ja, nicht 90, es müssen 100. Hast du Portemonnaie? Ich hab Portemonnaie bei. Geht mal rein. Ach, du bist schon da. Aha, hier haben wir sie. Sollen wir Peter nicht mal ein paar Nektarinen mitnehmen? Die isst er doch gerne. Nimm die mal mit Äpfel. Ich esse gerne Äpfel. Vor allen Dingen was Frisches. Einpacken. Rudolf. Guten Tag. Baujahr. Moment. Peter, 89er Audi 80, eine Windschutzscheibe. Nein, keine mehr da. Nein, momentan nicht mehr. Bitte, bitte. Er braucht die bis Ende September. Ach, bis dahin kriegen wir wieder 10 rein. Er ruft zwischendurch mal an. Rudolf. Guten. In Ransbach. Moment mal. Wegen die 2 Autos in Ransbach. Geh mal ran. Ja, Rudolf. Guten. Ja, Mann. Ist klar. Jo. Tschö.
Moment. Wegen den Knochen erst gerade. Ist schon was geworden? Nein, noch nicht. Nein, leider noch nicht. Nein. Moment, ich frag mal. Er hat noch 2 Wochen Urlaub. Dann soll er nochmal zurückrufen. Peter. Mann, er soll, Günther. Sag mal, ich relaxe doch, du. Ja. Mann, nicht so hart. Sagen wir mal so in 2 Tagen. Sagen wir mal Anfang nächste Woche am besten. Genau. Okay. Tschüss. Ja. Oh, Peter, Peter. Ich denke, wir über die Arbeit noch hin machen. Ja, 5 von Arbeit. Da ist auch was. Der Wisch ist so ein Held. Und ich gehe mal ein bisschen im Hof gucken, weil ich gleich Mater nach Mittag essen. Damit ich noch ein bisschen was schaffen kann. Dann sehen wir uns gleich, Frau Peter. Komm mal. Guck mal, ich muss sowieso noch gucken mit der Halbe und so weiter. Bis gleich, Peter. Komm nachher nochmal rein. Günther kam. Telefon geben, mal das funktioniert. Ich bin im Hof da. Bis gleich. Bis gleich. Rudolf. Ich suche für den Peter immer was Außergewöhnliches und besonders Modellautos, aber LKWs hat den Peter besonders angetan. Und ich meine, ich bin mir jetzt unschlüssig, welchen soll ich mitnehmen, was Außergewöhnliches. Ich werde tippen, Twist, den hier. Kriegt da noch einen Hubschrauber dabei. Da haben wir ein schickes Modellauto. Was hatten wir? Nee, der ist es. Wenn er runter gucken würde. Keine Lust, ich gehe lieber schlafen. Das ist der Günther, aber dann lassen so, er passt gut zu uns. Und das ist ja gut. Einer muss das Temperament, ich habe mehr, der Uwe hat auch sehr viel. Wenn er sich den Laden ist, das Erste, was er machen würde, der schaut sich um, ist da irgendwo ein schönes Mädchen. Hallo, junge Frau, das ist der Uwe. Okay, ich gehe auch hin, das ist eine schöne Frau. Wer guckt da nicht hin? Frauen sind so und so alle schön. Man, es gibt keine hässlichen Frauen. Jeder hat eine andere Sicht davon. Ich habe noch nie eine hässliche Frau gesehen. Es gibt Frauen, die sind 90, sehen schön aus. Es gibt Frauen, die sind 20, die sehen schön aus oder auch jünger. Das ist klar. Wir Männer haben wieder anders. Wir haben, wenn wir unsere Falten kriegen, alles, das ist schön. Das ist das Charakter wie eine Flasche Wein. Die wird ja auch immer älter. Aber ist auch bei den Frauen manchmal. Der Charakter kommt. Richtig. Es ist immer hübsch. Ob jung oder im besseren Alter. Alt gibt es nicht. Schöne graue Haare stehen auch. Liebevoll kümmern sich Manfred und seine Schwester um die Bedürfnisse der Brüder. Ja, also Manfred, der isst auch gerne mal einen Salat mit einem schönen frischen Joghurtdressing. Ja. Während der Peter dann doch schon eher, dem bringen wir da mal Seelachsfilet mit Kartoffelsalat mit. Schön, das isst er wahnsinnig gerne, das bringen wir ihn dann schon mal aus der Stadt mit. Ja. Also regelmäßig jeden Freitag. Der Uwe isst alles. Alles nur der große hat keine Menge. Lieblingsspeise, nur in großer Menge, genau. Richtig. Der Günther isst kaum was. Nein. Wirkst mal hier diese, da gibt es so Kuchen, Madeleines heißen die. Ja. Die isst er in großen Mengen. Und der Günther holt sich die Kalorien nur durch die Zucker und die Milch. Kondensmilch. Kaffee, weil er das macht in großer Mengen. Rudolf. Guten Tag. 97er mit ein bisschen Späßrenner, ein Lüfter. Nein, nicht mehr da. Nein, momentan leider nicht mehr. Bitte, tschüss. So, dann legen wir mal los. Erstmal das Bier. Genau, das sperre zuerst. Für mich nicht, ich trinke kein Bier. Das macht der Bruder nur. Ja. Ja. €52,05, bitte. Kein Problem. Wunderbar. Wäre mir nicht zufrieden. Ja. Jetzt kommt der 50er. Ja? Tschüss, schönen Tschüss, Tag noch. Schönen Tag. Tschüss, schönen Tag noch. Aus Sorge um den geliebten Audi hat Manfred eine eigene Parkphilosophie entwickelt. Wenn ich das Bild dastehe, da sind die Fahrzeuge dicht nebeneinander. Und dann der nächste, will ich auch nicht sagen, dass sie extra mal auf Versehen, Kind schmeißt die Tür auf, habe ich eine Dülle. Weil die neuen Autos haben auch keine Zierleisten, deswegen parke ich mal weit weg, wie hier. Wenn hier welche stehen würden, würde ich ganz da hinten stehen.
weil sich die meisten wollen nicht weit gehen und parken vorne. Selbst der Uwe macht das, der stellt sich einfach in eine Menge rein. Deswegen habe ich immer eine, wenn wenig Parkplätze frei, suche ich mir entweder ziemlich neue Autos aus oder Oldtimer. Oldtimer-Freunde, die hauen nicht von der Tür. Wer sitzt in so einen schönen alten Golf 1 voll aufgebaut hat oder so. Oder die super aufgebauten 100 oder so mit super Alufelgen, die knallen mir nicht vor die Tür. Weil die selber sagen, meine Tür kann ja ein bisschen Lack abgeben, die sind auch ein bisschen Banane. Aber das ist genau wie ich, bin ja ein bisschen Banane. Und dann suche ich mir direkt auf dem Parkplatz aus, welcher Wagen könnte gezielt sein. Nee. Dann gucke ich nach, da steht ein schöner, einigermaßen aufgebauter. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass ich stelle mir einen ganz dicken 7er BMW oder so. Die passen manchmal auch nicht. Aber die Oldtimer-Liebhaber oder die aufbauen, die hängen an ihren Autos. Und bis jetzt habe ich immer gut damit gefahren. Bis auf das eine Mal. Das war aber auch ein mickriger, gammeliger Punto. Normal genau. Sind die gut, aber der war ziemlich heruntergekommen. Überall waren die Düllen. Gut. Ich mach schon mal den Kofferraum. Genau, und ich bringe den Einkaufswagen weg. Da, normal mache ich das. Aber wenn ich... Du machst ja auch Diät, richtig? Ja. Ist gut für Kalorienabbau. Genau, deswegen mache ich das ja auch. Ja. Günther, ich könnte mir wirklich direkt noch mal schlafen legen. So munter bin ich. Da könnte ich mir 2-3 Stunden schlafen legen, aber zu warm dafür. Das kannst du laut sagen. Wie gefällt dir der Mustang? Gut, Erinnerungen an alte Zeiten. Ja, ein Uwe sein Mustang, gell? Ja. Uwe seiner war noch eine Nummer besser. Der hat ja 400 so und so viel PS gehabt, 479 oder so. Eben. Aber hat auch 70 Liter gebraucht. Und der Schaltung, da kommt sehr schnell. Ja, richtig Power gebraucht. Aber er hat einen schönen Klang trotzdem, der Mustang hier. Auf jeden Fall. Romantisch ist der Wagen, wirklich. Uwe ist richtig stolz, wo er gefahren hat. Ja, das ist klar. Oh, ich habe Kopfschmerzen. Das Wetter ist ja miese geworden. Das kann zu laut werden. Wochenlang ja. Nur Hitze. Ich dachte, es kommt Regen, kommt etwas Gewitter, im Gegenteil. Und dann habe ich oben einen roten Kopf, dann sagen die alle, ich konnte wegen, was ich einen roten Kopf habe. Klar, wenn ich dauernd hier so ein Zeug drauf mache, aber ohne geht's überhaupt nicht. Das ist normal. Boah. Naja. Freuen sich schon alle auf den Kuchen da rein, ne? Auf jeden Fall. Außer dem Günther, der isst ihn ja nicht. Nein, aber da kann man nichts machen. Nee. Ist seine Lebenseinstellung. Und man will ja seine Lebenseinstellung total verändern. Genau. Manchmal müssen wir ihn zwingen, dass er wenigstens Vitamine kriegt. Jeden Morgen kriegt er eine Tablette mit Vitamine. Ja, ein bisschen Kalorien kriegt er, Gott sei Dank, auch über seine Kondensmilch rein, in den großen Mengen. Ja, und Zucker nimmt er. Ja. Was nicht so gut ist, aber besser als gar nichts. Ja, genau. Richtig. Gucken wir, wie Günther immer macht. Na klar. Weil wir hier die Auto fahren, dann soll er ein bisschen Bewegung haben. Und da haben wir gesagt, lass den Günther das mal machen. Und so kommt er auf Bewegung. Genau, da hat er nicht ganz einrostet, ne? Richtig. Schön gemütlich. Ja, wie kennt das immer mal. Ja, aus der Ruhe bringen lässt er sich nicht. Mm-mm. Schön langsam, immer langsam, richtig. Aber ist Günther seine Art, die soll er beibehalten. Sonst ist es nicht mehr der Günther. Ich nehme mal ein paar Sachen mehr drauf, richtig? Genau, dann nehme ich die Tiefkühltüte noch. Das nehme ich auch noch mit. Die Torte von Peter. Und ist er ein stinkig werden, weil er dann eine platte Torte kriegt und das macht er nicht gerne. Und ich nehme das noch. Aber ich trage gerne schwere Körbe. Für die Tiefkühltüte. Komm, ich nehme die Brötchen noch mit und fallen die runter. Meinst du? Ja. Okay. Dann wollen wir mal gucken. So. Richtig. Genau. Oh, ich habe gleich was Schönes mitgebracht. Aber nehmen wir erstmal die Torte weg für dich. Schicker. Ich stelle direkt nach. Aber hier ein paar ganz Besonderes. Zack. Guck mal an. Oh, schön. Und aber dass der Uwe nicht dann sagt, hallo, er kriegt gar nichts, hat mir den mitgebracht. Ja. Dann würdest du nachher sagen, ich hab den ja nicht und gibst den Uwe nicht. Ja, deswegen habe ich den doch in der Ausführung gebracht. Der Uwe braucht ihn nicht mehr. Fantastisch. Geben? Sehr gut, ich gebe ihm den. Genau. Uwe! Ja? Guck mal, ein schönes Auto. Ist das nicht schön? Sag mal. Aber ich habe dasselbe. Danke. Ja. Guck mal, da ruhig mal eine Brille aufsetzen.
Da muss ich mir Brille aufsetzen, weil wir noch haben. Das ist doch klasse. Und ich guck mal. Schön, also, ohne Brille siehst du die Kleinigkeiten nicht mehr. Spitze, ja. Es kommen jedes Jahr so und so viele neue Fahrzeuge raus. Und wenn man da ein paar neue wieder beikriegt, immer größer werden die Sammlungen. Man kriegt nie genug. Immer Fahrzeuge, zum Beispiel kleinere, größere, gibt es von demselben Modell. Einer hat die rote Farbe, einer hat die gelbe Farbe, vielleicht ein Volurdach oder so weiter. Da freut sich das Herz, gell? Ja, morgen immer Tasse Kaffee fertig und dann gehe ich ins Zimmer rein und setze mal meinen Sessel rein, gucke mal morgens die Autos an. Meistens eine halbe, dreiviertel Stunde, manchmal eine Stunde und dann fahre ich dann von da aus direkt zur Arbeit. Das ist jeden Morgen. Guck mir die Autos an, ach, da ist schön, das ist schön, da ist schon wieder neu. Mann, da gibt es schon wieder eine mit anderer Farbe, andere Felgen drauf, den müssen wir auch noch haben. Baujahr ein klein wenig, ein Jahr neuer oder älter. Und deswegen, man freut sich für jedes Einzelstück, was man kriegen kann. Manche Kundschaft weiß Bescheid, dass wir Autos sammeln. Ja. Kommt ihr mit Fahrzeugen hier an? Ihr sammelt doch die Modellautos. Ja. Sag ich, ja, ich habe das extra mitgebracht, Peter. Guck dir das mal an. Dann sage ich, wunderbar, Dankeschön und so weiter. Ja. Dann sind Modellautos, die haben manche welche vor 20, 30 Jahren weggetan und bringen es mit. Was für Herzblut da hinten und alles. Am Abend muss der Mustang beweisen, ob er auch nach 30 Jahren die Frauenherzen zum Schmelzen bringt. So, machen wir dann mal loslegen, oder? Richtig. Du willst mir ja auch noch mal zeigen, wie du die Mädchen abschleppst mit der Kiste. Aha. Vorerst interessiert sich eher die männliche Dorfjugend für den Oldtimer. Wie viel Liter läuft der? 28 Liter. Ja, oh, dann geht's ja. Das geht für den Anfang. Was kostet der? Ja, so an 35.000, 40.000 Euro. Geht ja noch, was? Ja. Ist gutes Taschengeld. Richtig. Ja, wolltest du kaufen? Der Freund hat immer gesagt, wenn ich im Wagen ausgestiegen bin, ich war schon in der Diskothek drin, da hat er mal gesagt, da standen die Mädchen vor der Wagenschlange. Mhm. Ja, wisst ihr was, Uwe, da hat draußen eine gefragt, wenn du mal heimfährst, kannst du mal richtig mit der Gleitpuppe gehen. Und das war ja genau immer interessant gewesen. Mehr wollte ich ja nicht. Bin ich direkt aus der Diskothek raus, das Mädchen heimgefahren und dann ging es richtig los. Und ja, heute ist es ja auch nicht viel anders, weil wenn jetzt mal ein Wagen 10 Euro stehen lassen würde, wäre auch interessant. Ja. Da hättest du genauso Chancen wie früher, obwohl man ein bisschen älter ist. Aber der Wagen, der macht das. Ja, gut, mein schickes Aussehen ja so auch. Richtig. Boah. Ja, hier mäßig. Du sagst mal schick auf. Ja, bei 30 Jahren. Nun mal eben. Und wollen wir gleich nochmal weiter auf Yacht gehen, auf die nächste Tour, mal gucken, was da läuft. Kannst du ja machen. Ich hab nichts dagegen. Guck, Diskothek oder was, mal rüberlaufen. Ich brauche nicht fahren, ich kann mich ausruhen. Ja. Richtig. So ist es. Ja. Das ist der Mann von Ja, das ist interessant, so ein Autochen. Ja. Dann müssen Sie mal gucken. Hm? Na, das ist die Jugend von heute. Richtig. Guck mal, da stehen noch ein paar richtig heiße. Ja. So richtig was Leckeres, wa? Mann, Omega, guck dir das mal an, was hier läuft. Ja. Man, so richtig appetitlicher, Mann. Jede Menge, wa? Tja. Ja. Das ist doch was, wa? Manometer. Uwe meint, das Auto ist es und ich meine mehr, der Charakter ist wichtiger. Ja, okay. Von jedem bisschen Auto, ja. Ja, aber du bist mehr der Auto, das kann nur das Auto und ich meine mehr der Charakter. Ist zweierlei, richtig, Uwe? Ja, genau. Peter? Ja, Manni? Morgen geht's richtig auf dem Hockenheimring los. Da werde ich dem Uwe mal zeigen, was ein A6 bedeutet. Manni, unterschätzt nicht den Mustang und den Uwe. Beweis es erst. Der Allradantrieb, der wird sich durchsetzen. Manfred, schlaf endlich. Nacht. Bis morgen. Gute Nacht. So, Uwe! Denk, fahr nicht so wild. Wir brauchen den Wagen nachher noch auf dem Hockenheimring. Günther, tschüss, bis nachher. Mach die Stellung auf die größte Stellung, kannst du gut einsteigen dann. Geht noch weiter auf. Er muss nur aufpassen, mein Kopf. Ja, der ist nämlich tief gelegt.
gute Fahrt und fahrt vorsichtig. Ja, okay, mach bis heute ich. Abend. Ciao. Ja, es geht zu einem Hockenheimring. Wunderschönes Auto ist der Mustang, wenn man sieht. Der Klang hat er wirklich ja, auf jeden Fall. Ferrari. Richtig. Ach, der Uwe gefällt das richtig gut. Auf jeden Fall. Wie der Uwe sich da drinnen wohlfühlt, gell? Ja. Mit einem kleinen Kopf da hin und her wackelt. Das ist strollig. Ich geb da Gas. Wir zeigen, was er kann. Ah ja, da hört du gut an. Mal sehen, welche Kiste besser ist. Welcher der beiden ist schneller von 0 auf 100? In Hockenheim wollen Uwe und Manni den Beweis antreten. So, Jungs, wir machen jetzt ein Warm-up. Das bedeutet, ihr beiden geht im Wagen. Es ist ja so 35, 36 Grad. Die Räder fährt ihr erstmal warm? Mhm. Ja. Dann fährt ihr hinten rum. Ja. Ach, Uwe, lass ihn bitte ganz. Ich lasse ihn im Wind stehen. Mach keinen Blödsinn. Der Wagen wird nochmal in den nächsten 30 Jahren gebraucht. Und denk dran, Uwe. So. Den hast du in ein paar Jahren, dann darfst du nicht drauf schimpfen. Jungs, setz doch endlich ein Auto rein. Komm rein, Junge. Komm. Lass uns das pfeffern. Gut. Autobahn, zack. Das sind schöne Autos. Das ist nicht. Das machen wir erstmal mit Sonnencreme. 30 fache. Das ist gut für Kinder. Aber ich habe auch eine Kinderhaut, so zart. So. Mann, oh, das ist eine Hitze. So. Jetzt mein Sonnencreme wieder weg. Wie ich aussehe, das macht nichts. Keine Krankheit. Ach so, jetzt haben wir eingecremt. Jetzt muss ich mal die Stoppuhr aufziehen. Ach, kriegst du hier meinen Hut nicht? So, jetzt gehe ich mal nach die Jungs. So, Jungs, wir machen den Test, der erst auf 100 kommt. Du hast den 2,3 Liter mit Allrad, mit 255 PS. Du hast ein über 4 Liter, mit 286. Ein Klassiker gegen ein Allradfahrzeug. Mal sehen, wer erst auf 100 kommt. Ich gehe auf Ziellinie, das Fallen fährt mal vor. Ja, leg mal los, Junge. Da ist er besser fast. Wenn das runter ist, losfahren! Und Achtung! Fertig! Achtung! Fertig! Wer zuerst die Hand aus dem Fenster streckt, hat gewonnen. Ja, ging. 7,6 Sekunden. Ein Klassiker und ein modernes Modell. Alle beide fast genauso schnell. Super. Sehr hast gut. Hast du gesehen? Die Hand aus hat einen guten Abruf gehabt. Du hast 7, und etwas gebraucht nur. Und Manny hat 2 Sekunden weniger gebraucht. Hörst du wieder bollert? Der freut sich, ist richtig am Schnurren jetzt vor Freude. Boah, sagt er, das hat Spaß gemacht. Und noch mehr. So richtig Power, ja. Der Kleine ist aber richtig gut drauf für sein Uwe, Alter. Der war manchmal besser im Aufholen wie deiner, Manfred. Warte. Beim 100 auf links war er viel schneller. Ja, aber die Strecke ist ja schneller. Da ist er wieder, weil er den ABS Allrad hat. Und den ABS, Allrad hat und alles, ja, die ganzen Allrad. Systeme.
Ja, da ist ein bisschen zickig wie eine Frau. Die zickt auch mal so ein bisschen. Das hängt genauso. Das wird mir mit dem Arsch weg. Meine Frau ist ja auch nicht besser. Weiß ja, wie das läuft. Na, ja, Peter, was sagst du dazu, wa? Fantastisch. Der muss dringend Knutscher kriegen, der Kleine. Ja, ich habe aber 6,9. So, dann wir mal raus. Ich dann komm mal raus. Ich muss mal klein mal jetzt ein Auto. Schönes mal. Auto, gell? Ich brauche nicht denken. Ich brauche nur fahren. Bei dem Wagen muss ich ja noch richtig mitdenken. Ja, das ja. Wenn ich da hasse, mit dem Wagen musst du denken. Das Auto kann jeder fahren. Aber dann macht es auch Spaß, mal richtig zu denken. Ganz zwei einfach. Hände mal richtig Lenkrad festhalten. Der Wagen, das ist ein Klassiker. Damit muss er richtig fahren. Ja. Der tut aber keinen Fehler. Verzeihen. Der wenn er einen Fehler macht, ist ein Unfall. Der gibt jeden Fehler fast weg. Bin ich froh mit überhöhter Geschwindigkeit reingegangen. Habe ich noch Gas gegeben. Mann, ganz ehrlich, Uwe. Ja. Uwe ist ein Uppi. Mann ist ein junger Bursche, alt gegen jung. Jetzt Jungs, Uwe, Manfred, machen wir mal so ganz. Ihr fährt jetzt ein paar Proberunden, so aus Spaß. Ich muss ein bisschen austoben. Tobt euch richtig aus, lasst die Wagen ganz. Ja. Ich tu mir etwas ausruhen, gell? Ja. Zack, 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 in den Wagen, Mann, fährt doch endlich mal. Zeig mal, was ihr spielen könnt. Gucken, was der Kleine sagt hier. Ihr braucht jetzt kein Rennen fahren. Ich komm jetzt mal ein bisschen rum. Mann, die fahren gut. Aber jetzt gehe ich erstmal ein kurzes Nickerchen machen. Ich bin richtig müde. Ach, das ganze Tag hier stehen. Manfred und Uwe können endlich richtig Gas geben. So, jetzt zeige ich dir mal, wer Auto fährt, Manfred, nicht du. Da klappt das wohl nicht, richtig, Junge?